Hier sind auch gar keine Kalender von nackten Frauen. Oh, ja. Unser Tonmann ist jetzt taub. Jeder kriegt das, was er geworfen hat. Du kriegst jetzt 20, also 10 Euro. 10 Euro. Guten Tag, mein Name ist Gavin und ich bin auf der Suche nach dem Ausbildungsberuf Metallbauer. Ich bin ja auch nicht alleine, Malte filmt die Crew. Wir haben eine Filmcrew dabei und wir werden jetzt einen Metallbauer finden für Fenster, Türen, Fassaden. Ich klingel einfach mal, ich habe gehört, hier werden wir fündig sein. Mal schauen. Was ist das? Jo, moin. Hallo, guten Tag. Moin, moin. Ich suche den Ausbildungsberuf Metallbauer. Metallbauer, ja. Fachrichtung Konstruktionstechnik. Steige ein. Sehr geil. Ja, wunderbar. Ich kann da jetzt nicht einfach so reingehen. Kannst du mir mal kurz erzählen, was Langer Metallbau macht? Natürlich. So, Langer Metallbau macht seit 90 Jahren, 3 Generationen, familiengeführt, Fenstertüren, Fassaden aus Aluminium und Stahl. Wow. Im Premium-Segment mit Profilen der Firma Schüco. Mit 40 Mitarbeitern. Ja, das ist gut zu wissen, okay, habe ich mir gemerkt. Und was ist das Besondere? Es gibt ja mehrere. Das Besondere? Ja. Ich bringe dich gleich zu meinen Jungs, die werden dir das zeigen. Ach, mach dir dein eigenes Bild. Gut, let's go. Halt! Sicherheitsvorschriften. Ach, jetzt muss ich so einen Helm aufsetzen. Okay. Safety first. Okay. Dann noch ein bisschen Protokolle, Sicherheitsunterweisung. Okay. Ja, okay. Das musst du auch einmal bestätigen, bitte. Ja, damit das alles seine Ordnung hat. Wo noch? Hier? Warte, da auch noch. Ja. Und da noch einmal. Ja, wunderbar. Das war schon. Perfekt. Ich habe noch was für dich. Ah! Perfekt. Das ist cool. Vielen Dank. Hab viel Spaß. Danke dir. Let's go. Kommt rein, Freunde, kommt rein. So, ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin jetzt hier in den heiligen Hallen. Ich sehe schon die beiden Azubis. Ich muss jetzt ein bisschen cool bleiben und ganz entspannt. Yo, Leute. Hi. Moin. Moin. Ich mach so, ne? Okay. Moin. Moin. Ich bin Gavin. Wer seid ihr? Ich bin Tjerk Niggemann, Azubi im dritten Lehrjahr hier bei Langer Metallbau. Ich bin Felix Haag und bin auch im dritten Lehrjahr auch hier bei Langer Metallbau. Ach, ihr seid beide im dritten Lehrjahr? Ja. Und wer ist der Bessere von euch? Das möchte ich jetzt nicht so sagen. Ja, gut, dann wissen wir ja Bescheid. Ne? Gut. Was macht ihr gerade hier? Ihr baut hier Fenster, habe ich gehört. Genau, wir bauen hier gerade die Aufdoppung dran. Ja. Haben jetzt gerade die Schrauben von innen festgemauert. Mhm. Jetzt machen wir hier wieder unsere Glasfaltdämmung rein. Wärmeschutz mit den Gasleisten zusammen gleich. Da bauen wir die zweite Aufdoppung hier auch noch dran. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ich bin heute euer Praktikant. Ich freue mich auch, im Handwerk nicht mehr was machen zu dürfen. Was sind denn sonst so eure Aufgaben? Eigentlich alles. Vom Fenster bauen, zusammennageln, fertig machen mit der Glasfaltdämmung, Aufdoppung dran schrauben. Du bist ja auch meistens immer drüben bei der Maschine. Genau, ich mache auch ganz oft drüben die Maschine. Also ihr baut wirklich die Rahmen von 0 auf 100 mit Scheibe. Habt ihr die Gläser auch reingesetzt hier? Nee, das nicht. Okay, aber ich habe jetzt schon so eine Schutzbrille auf, weil ich jetzt dachte, irgendwie hier, ich habe einen Helm, es passiert was Extremes, irgendwie wir machen irgendwas Heftiges. Habt ihr da noch irgendwie einen Job für mich, was ich machen kann? Kannst du gerne schweißen. Schweißen? Gerne, ich hab Bock auf Schweißen, let's go. Ja, dann machen wir das fertig und dann ja, können wir komm. Ich liebe das Geräusch. Ah, oh, dieses Geräusch. Geil, ey. Wieso habt ihr eigentlich eure Sonnenbrille nicht auf? Aber es sieht doch cool aus. Wieso mache ich alles kaputt? Wie habe ich das denn hingekriegt? Da schneidest du raus. Hier sind auch gar keine Kalender von nackten Frauen. Das ist die hängen da drinnen. Ach, die hängen da drinnen. Ah, alles klar. Ja, ich bin drin. So, fertig. Jetzt geht's ab. Tja, du rennst aber ganz schön. Ich lauf ganz normal. Jetzt muss man sich überlegen, wie man geht, damit es cool für die Kamera aussieht. War das Feierabend? Viertel nach drei, das halten wir auch durch, oder? Ich staune immer wieder, wie krass Kameraleute sind. Die können einfach durch Wände gehen. Los! Ich dachte, ihr könnt durch Wände gehen. Ich mach mal so, ich bin Gavin, hi. Hi, Slavik. Hi, bist du auch Azubi? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Nee. Du bist hier fürs Schweißen zuständig, glaube ich, ja. Ne? Let's go, was machen wir? So, schweißen wir jetzt Feierecken. So, das soll ich machen? Schweißen. Ja, genau. Schweißen wir jetzt. Ein L. Jo. Also nochmal ganz kurz, ich habe noch nie geschwissen. So. Geschweißt? Ich habe noch nie geschweißt. Geschweißt ist richtig. Erstmal brauchst du Handschuhe. Warum sind hier überall Löcher? Wo denn?
Hier sind ja ganz viele Löcher. Ist der kaputt? Für die Schraubzwingen, die steckt man hier rein. Guck mal, guck mal hier. Damit das nicht wegrutscht. Genau. Ja, lass mich auch mal. Lass mich einfach. So. Oh. Und dann noch mal was Spezielles. Wenn wir das haben? Den nehme ich. Okay. Das ist noch keiner. So, das ist mit Belüftung. Mit Belüftung? Ja. Und das ziehst du jeden Tag an? Okay. Was ist das denn? Guckt euch das mal an. Was ist das denn? Was macht das denn? Achso, die Blende dann? Ja, genau. What? Wie future ist das denn? Ich sehe aus wie ein Klonkrieger, wie geil. Aber ich sehe nichts. Ich sehe jetzt gerade nichts. Ist das normal? Ja, wieso? Siehst du erstmal beim Schweißen. Was? Ziehst du die Haube erstmal hoch? Achso. Ja, den... Irgendwas ist hier nicht richtig, so, glaube ich. Jetzt bekommen sie ein bisschen Luft. So ist richtig, besser. Oder? Ja. So ist richtig. So, erstmal müssen wir das heften. Soll ich dir zeigen oder machst du alleine? Ich mach mal. Ja, dann mach mal. So, und ich will... Das ist ganz typisch bei diesen Imagefilmen. Ich will, dass wir jetzt einen richtig geilen Schweißporn machen hier. Strengt euch an, Georg und Malte, ich zähle auf euch. Ne? Aber brauchst du die Haube nach unten? Sag mal, boah, ich sehe nichts. Ob das eine Naht ist? Ein bisschen geklickert da, ne? Mann, ey, ich dachte, ich könnte das cooler. Das ist meins. Jetzt kommt Profi. So. Warte. Krone. Alter! Guckt euch jetzt mal ganz kurz an. Nicht schlecht. Jetzt habe ich irgendwie Hunger gekriegt, weil ich das verbrannte Fleisch vom Kameramann gerochen habe. Wollen wir gerade was essen vielleicht kurz? Können wir, ja. Mach's gut. Mm. Wow, eine fliegende Currywurst. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen essen, denn wir haben ja schon viel gemacht. Und ich habe gehört, das gibt's jeden Donnerstag vom Chef, gibt er eine Currywurst hier aus. Ja. Der gibt hier jeden Donnerstag allen Mitarbeitern eine Currywurst aus. Ja. Das gibt's auch nicht überall. Nee. War das der Grund, warum ihr euch hier dann auch schlussendlich beworben habt? Nein. Das war schon am Anfang der Ausbildung gar nicht so. Das war gar nicht so? Nee. Was ist seit? Habt ihr das eingeführt? Seit letztem Jahr ungefähr. Also. Ja. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, ihr habt auch Hunger. Ne? Schmeckt auch übelst lecker. Ne? Also schmeckt echt gut. Habt ihr auch Hunger? Georg. Lass uns bitte essen. Ja, lass uns auch essen. Was ist das denn für ein fettes Gerät hier, Alter? Ja, das geht von hier. Alter, wie viel Meter ist das? 12 Meter, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, bei mir 10. Oh, hier geht's noch weiter. Ja, 12 Meter kommt hin. Ja, gut. Ist unsere DC500. Umgangssprachlich nennen wir sie Adele. Wieso heißt sie Adele und nicht DC500? Wir haben die Adele genannt, weil die Oma von Lutz. Die hat diesen Betrieb ja mit aufgebaut mit ihrem Mann. Immer mit angepackt. War immer am Amboss, hat geschmiedet. Als Andenken an sie. Zu Ehren. Nutzt sie dann, genau. Zur Maschine an sich. Wie bedient man die? Was macht das? Was kann das? Was ist das? Für Leute, die das nicht wissen, ich weiß ja, was sowas ist. Aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der das zum ersten Mal sieht und nicht weiß, was das ist. Ja, mit der Maschine bearbeiten wir eigentlich sämtliche Profile, die wir bei uns haben. Das hier ist zum Beispiel was ich vorbereitet habe. Mhm. Das werden wir da gleich drauflegen. Das ist Aluminium übrigens. Das ist, ja, genau. Aluminium. Da fräsen wir gleich einen Schriftzug rein. Den du da reingeschrieben hast. Den ich da reingeschrieben habe, genau. Den fräsen wir da rein, dann sägt die Maschine das zu und dann ist die Maschine wieder fertig. Boah, das ist natürlich nice. Wenn man hier so neue Geräte hat, das ist schon ein bisschen attraktiver. Das macht auch echt Spaß. Cool. Das habe ich seit Anfang meiner Ausbildung, mache ich das jetzt hier. Das ist schön. Jo. Das bringt dich jeden Tag zum Lachen, das Ding. Das ist der Grund, warum du hier hingehst. Wegen Adele. Adele. Oder Adele. Genau. Wunderbar, dann lass doch mal bitte einmal gucken, das Ding geil singt. Wir haben hier jetzt unsere Lichtschranke, die wir reindrücken können. Über diese gelbe Linie kann man nicht rübergehen. Hier ist so eine gelbe Linie. Sherwin, pass auf. Komm, lass mich das mal machen. Ich bin ja hier der Praktikant und dann mache ich das hier auch. So, Kopf weg. Guck mal, ich habe jetzt auch so eine Tonangel. Oh, ja, okay. So, ich werde jetzt das Moin einfräsen. Mit diesem Knopf. Danach musst du noch den Knopf drücken. Welchen? Den? Den grünen, der blinkt. Den. Ich. Wir schneiden. Ja. Attacke! Das ist natürlich mega geil, ne? Ja. Dass das alles so von alleine klappt. Unser Tonmann ist jetzt taub. Danke, okay. Wow! So sieht das dann aus. Cool. Er ist leider ein bisschen zu tief gefahren. Wie viele Millimeter sind das? Wir haben einen gesagt. 2 Millimeter und einen habe ich reingesagt. Sicher, dass das 2 sind? Ja. Das heißt, hast du Messschieber? 2,08. So hätte es aussehen müssen. So hätte es aussehen müssen. Weißt du, wir machen das, das ist so ein Kameratrick. So sieht das dann aus. Ja. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Eine Frage, die ich mich jetzt den ganzen Tag schon stelle. Warum ist hier eine Dartscheibe?
Die Dartscheibe hängt da, weil wir jeden Montag in der Woche da drauf werfen, alle Mann. Echt? Sind wir versammelt, werfen da drauf und für jeden Punkt, den wir werfen, kriegen wir 50 Cent extra. Also. Die Zeitabrechnung. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe. Ja, wir haben nur einen Wurf, ne? Jeder hat einen Wurf. Jeder hat einen Wurf. Wir können ja immer spielen. Eins. Also, das wären jetzt 50 Cent. Ja. So, und dann? Wirft der nächste. Und dann? Da haben wir so eine kleine Liste, da tragen wir das alles ein. Und der Gewinner kriegt das ganze Geld, oder? Nee, nee, nee. Jeder kriegt das, was er geworfen hat. Das du kriegst jetzt 20, also 10 Euro. 10 Euro. Eine Frage habe ich noch. Wie ist das eigentlich, wenn ihr fertig mit der Ausbildung seid? Wie geht das eigentlich für euch dann weiter? Weiter geht's im Sinne, also erstmal müssen wir mit Lutz sprechen. Ich denke mal, dass er uns übernimmt. Das hat er eigentlich schon beim Bewerbungsgespräch gesagt, dass er mit uns auch schon im Praktikum ganz zufrieden war. Hier bis jetzt auch, zumindest was man von ihm gehört hat. Vielleicht ein bisschen Berufserfahrung sammeln und dann auch danach vielleicht den Meister hinterhängen. Achso, man kann sich da auch noch weiterbilden. Schweißer, ja. Ich gehe jetzt nach Hause, war ein harter Tag für mich, ne? Gut, haut rein. Jo. Vielen Dank, ne? Hat Spaß gemacht mit euch. Jo. Ne? Viel Erfolg. Mit uns auch. Supi. Feierabend! Sorry, Tonmann. Wenn du gerne praktisch arbeitest, handwerklich geschickt bist, auf eine moderne, familiäre Arbeitsatmosphäre stehst, dann bewirb dich doch bei Langer Metallbau. War gut, oder? Gute Abmoderation. Perfekt, ja. Würde ich sagen, bauen wir ab, oder? Feierabend. Geil. Hat Spaß gemacht.